Moin Leute, mein Name ist Houston und willkommen zurück zu einem neuen Video mit Zelda Was 2. Heute geht es mal wieder um eine Challenge. Und zwar habe ich mich da aber auch von einem anderen YouTuber inspirieren lassen und ich fand die Idee eigentlich ganz geil. Ich hatte ja schon mal so einen Pacifist Run gemacht, von daher war ich mir da eigentlich relativ sicher, dass ich das ja wohl auch irgendwie hinkriegen werde. Allerdings ist das bei den Terminiden. Den Pacifist Run habe ich ja bei den Robotern gemacht. So, und Terminiden ist ja nochmal ein Unterschied. Da könnte es durchaus nochmal hektischer zu sich gehen. Und zwar ging es darum, ich bin jetzt Level 108, dass ich meine gesamten Sachen beiseite lege und wieder so spiele, wie man damals mit Level 1 angefangen hat. Das heißt, die Standard Liberator, den Standard Peacemaker, die Standard High Explosive Granate und die Standard Rüstung. Und das Einzige, was man ja an Stratagems damals freigeschaltet hatte, war der orbitale Präzisionsschlag. Und das MG43. Und außerdem darf ich keinen Booster aktivieren. Die ganzen Upgrades über die Schiffsmodule kann ich natürlich nicht rückgängig machen. Ich hätte mir, wenn, dafür einen komplett neuen Steam-Account machen müssen und das Spiel noch ein zweites Mal kaufen müssen. Und das ist dann auch irgendwie ein bisschen Quatsch, ne? Von daher ist es natürlich mit den ganzen Upgrades ein kleines bisschen einfacher, als wenn man es nicht hätte. Und noch als kleiner Hinweis, das Spiel zwingt mich dazu, 4 Stratagems mitzunehmen. Also nehme ich nur den Präzisionsschlag, das MG und 2 random Sachen, die ich dann einfach nicht benutzen werde. Das hier ist jetzt tatsächlich gerade mal der zweite Versuch gewesen, den ich euch jetzt zeigen werde. Ihr müsst mir das natürlich jetzt einfach so abkaufen. Ihr hättet es ja nur über einen Livestream mitverfolgen können, welcher Versuch das jetzt ist. Also von daher, entweder vertraut er mir jetzt mit der Aussage oder nicht. Könnt ihr euch aussuchen, ja. Auf jeden Fall geht es mit dem ganzen Standard-Loadout auf den Planeten Gekrux in den neuen Dschungel oder in das Sumpfbiom, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Der YouTuber, von dem ich mich da habe inspirieren lassen, der kommt allerdings aus dem englischsprachigen Raum. Wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay, Houston. So, das hier ist jetzt Versuch Nummer 2. Fürchten Sie weder Tod noch Tyrannei. Gerechtigkeit ist unser einziges Ziel. Ja, ob ich das hier mit rausnehmen kann, ist die Frage, ne? Positioniere Penn, südwestlich, 100 Meter. Weil da haben wir. Kann man gar nicht nachlesen. Ah, doch, ja, klar. Komplexe Planung, okay. Sekundärziel im näheren Umfeld. Weil gerade eben im ersten Versuch hat die Streuung drin und das ist halt ultra scheiße mit dem Präzisionsschlag. Oh nee, überall. Jetzt haben wir hier diese fetten Säurespeier, Alter. Oh, diese gepanzerten auch noch. Das ist natürlich richtig kacke. Die sind irgendwie alle ein bisschen buggy hier, ne? Die machen alle Yoga-Übungen. Orbitalschlag abgefeuert. Okay. Doch, er kommt. Wäre natürlich cool, wenn ich so lange wie möglich das Feuergefecht vermeiden kann. Oh, jetzt kommt hier eine Patrouille durch. Er steht halt direkt hier vorne. Ausrüstungspaket trifft ein. So, Kollege, geh da mal rüber. Wie das aussieht, ey.
Markiere Position. Östlich. Du sollst da rüber gehen. Nicht nur gucken. Scheiße. Scheiße. Hat nichts gebracht. So, ach nee, du. Na, das ist ja jetzt richtig scheiße. Kann nur hoffen, dass ich gleich irgendwie hier reinbugge in das Terrain und ich dann da so raus teleportiert werde. Ansonsten muss ich gleich ein Leben opfern. Das ist natürlich richtig sad. Jetzt kann ich nicht mal mehr aufstehen. Mal gucken, was passiert. Ja, okay. Habe ich natürlich nicht überlebt. Jetzt ist das MG und die ganzen Proben da drin. Das ist natürlich richtig geil. Hallo, mitnehmen. Ja, das MG war das einzige, mit dem ich hätte diese Säure-Dudes hier killen können, vernünftig. Ja, komm. Oh Mann, ist das ein Pech. Dass ausgerechnet diese Gegner hier spawnen, ist so ein Pech. Die sind so ätzend, finde ich. Ja, das war klar, dass ich das nicht überlebe. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Auf ins Gefecht. Markiere Karte. Ja, also das ist quasi durch da die Ecke. Das werde ich nicht schaffen, wenn da so 25 Millionen in der Ballsbio rumhängen. Also gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Ziel weiter. Und hoffen, dass da hinten dann die Gegner despawnen. Ja. Feuert Orbitalschlag. Oh nee. Stalker ist natürlich jetzt richtig mies. So, Freunde, kommt her. Mal 4 Kills, das ist ein bisschen enttäuschend. Nix da, Stalky, verpiss dich. Positioniere Pins, nördlich, 300 Meter. Ach du Scheiße, ey. Keine Spritzen. Schade. Ausrüstungspaket unterwegs.
Komm, 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 mach hin. Jo, das überlebe ich nicht. Alter, wie der mich noch weiter zerhackt, ey. Zeig mir den Feind. Markiere Karte. Nördlich. 200 Meter. Ja, hier ist kein Gegner mehr. Sehr geil. Und wir nur hoffen, dass die anderen Dudes jetzt hier so langsam die Spur verlieren. Oh nee. Oh, sie haben mich verloren. Oh nein, der Stalker weiß, wo ich bin. Stalker wissen immer, wo man ist. Ja, okay, also das ist... hat sich erledigt, alleine wegen dem Stalker halt. Man kann sich nicht vor denen verstecken. Den Grund von der Demokratie. Ach, jetzt spawnen die da noch mehr. Scheiße. Nein, ich hab's doch was gehabt. Oh, ihr miesen Schweine. Ich hatte hier hinten doch irgendwo mal Munition. Da. Oh, toll, die ist natürlich schon unter Gegnern begraben. Unterstützungswaffe im Anflug. Verstärkungsbudget ist aufgebraucht. Oh nee, ich war in so einem komischen Geysir-Ding da drin, in so einem Gasteil. Scheiße, ey. Letztes Leben. Feuert Orbitalschlag. Die Kills nur aus, das ist lächerlich. Komm, mach einen Angriff. Sehr gut. Oh lol, ich habe keinen Schaden davon gekriegt. Das war jetzt irgendwie ganz schön lucky. Ich kriege ja gerade generell irgendwie keinen Schaden mehr von der ganzen Säure. Ich hätte doch bestimmt schon einmal wieder getroffen werden müssen davon. Bisschen strange gerade. Thank you.
Ja, okay. Ich bin nicht unsterblich. Sehr gut. Lol, das Ding ist wieder rot. Was ist denn hier los? Was für eine Scheiße. Gab es irgendwie ein Server-Lag oder sowas? Dass das nicht angenommen wurde und ich auch deswegen keinen Schaden gekriegt habe? Ey, das wäre ja richtig der Mist. Och Mann. Ah ne, warte, ich bin gerade so weit weg, dass sie nicht wissen, wo ich bin. Hoffentlich verpissen die sich da jetzt auch. Positioniere Pin, nordöstlich, 50 Meter. Die killen sich da gerade gegenseitig. Der Hunter weiß, wo ich bin. Ach, weil hier ist der Stalker wieder. Eine kleine Missgeburt, ey. Verreck jetzt mal. Du machst hier alles kaputt. Alter, kletter doch da über die scheiß Wurzel drüber. So, jetzt kriegen wir es hin, glaube ich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wo ist mein MG? Das lag doch hier irgendwo. Hä? Lol, liegt das da hinten? Was hat die denn hier mitgemacht? Markiere Karte, westlich. 300 Meter. Komm her. Na, der blutet aber auch aus. Kann an seinem hinteren Bein, glaube ich, Schaden machen. Oh, ja, jetzt nicht mehr. Also Nester und sowas werde ich nicht machen. Aber das Nest muss ich unbedingt finden hier. Ja, okay. Irgendein Charger oder so hat gerade sein eigenes Nest kaputt gemacht. Da ist das Pirscher-Ding. Sehr geil. Mega, das ist wichtig, ey. Oh Gott, der holt Kumpels. Schnell weg. Hoffentlich war das auch das einzige Stalker-Nest.
Orbitalschlag abgefeuert. Sekundärziel nahe eurer Position. Ich könnte den Charger gekillt haben. Hat sich ein bisschen so angehört. Oh shit. Oh nee, der Stalker. Schönen Gruß von der Demokratie! Nicht heute! Hallo? Darf ich da mal durch? Oh Gott, er lässt mich nicht vorbei. Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Ne. Fuck. Das ist nicht gut. Schön weit wegfliegen erstmal, damit sich die Lage da wieder beruhigt. Oh, sie hat mich nicht gesehen. Man kann in so hohem Gras und Büschen und so ja jetzt auch die Sichtweite verringern. Oh, sie sehen mich, glaube ich, doch, oder? Oder tun sie es? Bin mir nicht sicher. Noch 20 Minuten für die Mission. Oh, hier steht ein Plünderer direkt neben mir. Wir spielen jetzt hier die Call of Duty 4 Mission mit dem Ghillie Suit. Unterstützungswaffe trifft ein. Hier könnten wir alle darüber gehen und da gucken. Okay, die wenigsten interessiert's. Hat sogar gar keinen interessiert, auch gut. Okay. Das hat nur so bedingt funktioniert. Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Darf ich kurz mein MG haben? Dankeschön. Alter! Oh nein, das ist ja alle. Jo, das schaffe ich hier nicht. Scheiße. Ja, genau, sprengt euch gegenseitig weg. Jo, besonders weit weggekommen bin ich nicht. Alter. Jo, vertreibt halt die Lage. Ich muss erstmal ein bisschen Zeit chillen, bis ich hier ein neues Leben habe. Ich müsste eigentlich mal richtig weit weggehen. Und, positioniere Pin, nordwestlich, warten, bis sie alle despawned sind. Weil das ist halt wieder viel zu viel da. Damit werde ich mit dem Farms an Ausrüstung hier nicht fertig.
Na komm, ich gehe jetzt erstmal ein Stückchen weg hier. 100 Meter. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Hier ist auch scheinbar irgendwo ein Pilzkin, aber... Was ist der Himmel? Wo? Ah, da ist das Pilzkin. Dachte ich mir schon, hier wegen dem Roten. Boah. Ich habe ja jetzt noch nicht wirklich was, um das zu killen. Erwarten wir die 45 Sekunden mal. Vielleicht ist das auch die genau die richtige Zeit, bis das da hinten alles weg ist. Positioniere Pen südlich, 200 Meter. Irgendwo ist da auch ein Gegner. Kennzeichne Position, westlich. Probe, vergiss es. Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Oh nein, ich sehe da nichts. Kennzeichne Position, egal. Ist der hinterm Pilz? Eigentlich nicht, ich würde sagen, hier so vorne irgendwo. Egal. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt aber auch wieder ein neues Leben. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir insgesamt, glaube ich, drei Secondaries. Ja, ich glaube. Also theoretisch wären noch zwei optionale Ziele da. Da stehen immer noch Gegner rum. Aber sind das jetzt weniger Gegner? Oder sind das hier alles nur Leichen? Das hier vorne sind Leichen, aber das da drin glaube ich nicht. Ne, der hier ist glaube ich auch tot, ja. Südlich. Ah. Das ist ja dieser kleine Kackkäfer da oben. Ich hab eine Idee. Als ob der das gesehen hat. Och, na komm. Lass mich doch da durch. Alter, was? Och, na komm. Ach, na komm. Oh, es hat ihn gekillt. Immerhin. Jetzt kommen nur wieder 5 Millionen andere Viecher. Vielleicht kriege ich sie alle schnell genug platt hier aus der Ecke heraus. Das war ein bisschen früh mit der Spritze. Yeah.
Und mach den Charger platt. Ja. Irgendwo ist hier noch einer. Mama mia. Die Ecke da, die war wichtig jetzt. Die war sehr, sehr gut. Positioniere Pin. Nördlich. Weit weg. Wie viel Zeit noch? 10 Minuten. Oh, das wird knapp, ey. Das wird richtig knapp. Einen Schritt näher an der Erfüllung. Mamma mia! Jetzt müssen wir aber rennen. Noch 10 Minuten für die Mission. Das wäre so geil. Zweiter Versuch und direkt geschafft. Das wäre mega cool. Das würde mir heute eine Menge Zeit ersparen. Der erste Versuch, da hatte ich dieses Brutnestgedönse da, die Eier von denen kaputt machen. Das ist halt voll in die Hose gegangen. Das hier funktioniert gerade besser. Deutlich besser. Ich habe nicht mal das erste Nest kaputt gekriegt da. Im ersten Versuch. So, hier sind so ein paar kleinere Gegner und ein Charger. Und da ist noch so ein fettes Viech. Das Terminal ist mehr oder weniger frei. Ah, scheiße, hier ist ein Hunter. Ja, man darf hier nicht klettern, weil so hoch klettern, das hören Gegner seltsamerweise. Man kann sprinten und springen, wie man will, aber bloß nicht klettern. Wurfmesser wären natürlich geil, aber die darf ich ja leider nicht benutzen. Ja, der Hunter ist das Problem. Der blockiert das hier für mich. Unterstützungswaffe im Anflug. Na, geht gucken. Oh Gott, nicht hier direkt rüber. Oh, du blödes Mistviech. Mach das mal kaputt, damit ich das auf der Map wiederfinde. Der ist durch den eigenen Beschuss wieder gestorben. Ah!
Also diese ganzen größeren Gegner sind mir eigentlich egal. Ich muss mehr gucken, dass ich die ganzen kleinen Viecher weghole. Damit die nichts Neues nachspawnen lassen. Alter, willst du mich komplett veralbern? Mhm. Au. Nein! Och, Mann! War das jetzt ein zweiter oder war das derselbe, der mich doppelt überrannt hat, quasi? Das war derselbe, glaube ich. Oh nein, da kommt noch mehr. Ey, dieser scheiß Nachladebug schon wieder. Die müssen echt zusehen, dass sie den fixen. Der ist sowas von lästig. Okay. Sieht gerade eigentlich. Oh, der muss noch schnell weg. Und die da auch. Mega. So, was habe ich denn für einen Code? Der wird gar nicht angezeigt. 6, 4, 9, 6, 9, 6, 4, 9, 6, 9, 6, 4, 9, 6, 9, 6, 4, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9,
Ja, ich beeile mich. Ja, das ganze Kleinvieh ist platt. Wir müssen noch irgendwie den großen Macker hier loswerden. Okay, er ist down. Mega. Jawohl, kein Kleinviech mehr. Jetzt muss ich auch nicht mehr runtergehen oder sonst was. Ich kann die ganze Zeit hier oben liegen bleiben an dem Terminal. Ich werde da ganz hinten jetzt ein MG runterholen, damit die sich das erstmal angucken. Gehen ein bisschen Zeit schinden. Als ob die mich gesehen haben jetzt. Och ey, ehrlich. Das ist ja wohl wirklich, wirklich scheiße. Nein! Oh nein! Das MG ist auch alle! B2, 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 B2. Mein Leben für Überherde! Ankunftszeit T-2 Minuten 30 Sekunden. Muss jetzt richtig Gas geben hier. Ankunftszeit T-2 Minuten. Nicht verrecken. Scheiß auf den Gegner. Munition holen, weg. Alter, anderthalb Minuten habe ich jetzt noch Zeit, da runterzukommen. Ich denke aber, das schaffe ich noch. Ich komme hier nicht durch den Sumpf durch. Scheiße, ey. Ich muss hier außen rumlatschen. Oh, jetzt nicht absaufen. Also das ist jetzt natürlich richtig Pech. Wie kann man nur so viel Pech haben hier? Okay, das ging eigentlich ganz gut. Komm, jetzt hier nicht schlapp machen, Alter. 100 Meter oder so vielleicht noch. Ankunftszeit T-minus 20 Sekunden. Dann habe ich noch, weiß nicht, vielleicht 20 Sekunden, bis er gelandet ist und dann nochmal 20 Sekunden, bis er wieder abhebt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, jetzt kommt er erst rein. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen Schaden hätte, dass ich mir eine Spritze reinjagen könnte, ne? Komm, schnell, renn. Oh, ich komme, Junge, warte auf mich! Junge, Alter! War das eine knappe Kiste, ey, wieder. Boah, ey. Es hätte nicht viel gefehlt da jetzt bei der ICBM starten und ich hätte das hier nicht mehr geschafft. Ich hatte jetzt, glaube ich, noch 13 Sekunden Zeit einzusteigen. Alter. Und es fehlte sogar nur noch ein optionales Ziel. Und das dummerweise ein Stalker. Das, Gott sei Dank, bin ich dem nicht begegnet. Das hätte sehr viel Zeit gekostet wahrscheinlich.
Boah, ey. Ja, war geil, Alter. Zweiter Versuch. Also ihr müsst jetzt natürlich mir da vertrauen, dass es wirklich der zweite Versuch war. Ich hätte ja sonst wie viel das jetzt hier machen können. Ihr könntet das ja jetzt nur in einem Livestream nachverfolgen, ob das jetzt stimmt oder nicht, die Aussage. Von daher werdet ihr mir vertrauen müssen. Könnt ihr euch aussuchen, ob er mir das abkauft oder nicht. So, was haben wir gekillt? 342 Gegner, 9-mal gestorben. Naja. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sehr, sehr zufrieden. Ja, okay, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar, falls euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein.